erneut bombardiert. Dabei wurden in Wohnvierteln große Zerstörungen angerichtet. Ende des Nachrichtendienstes. Wir in der Schweiz kennen die Leiden des totalen Krieges nicht. Noch immer sitzen wir im fünften Kriegsjahr mit unserer Familie am eigenen Tisch und haben zu essen, wenn auch Kartoffelbrot ab 1. März auf unseren Tischen erscheinen wird. Frühzeitig hat der Bund in Voraussicht der kommenden Dinge die kriegswirtschaftliche Vorsorge organisiert. Die ersten Vorbereitungen reichen bis 1937 zurück. Den Bundesbehörden gelang es, rechtzeitig umfassende Lager an unentbehrlichen Nahrungsmitteln und Rohstoffen anzulegen. Nach Kriegsausbruch unter Bandenblockade und Gegenblockade den freien Güteraustausch unseres Landes. Zähen Bemühungen der schweizerischen Unterhändler gelang es, die Einfuhr lebenswichtiger Güter in beschränktem Umfange aufrechtzuerhalten. Auf dem Meere wurde die Schweizer Flagge gehisst und 18 Schiffe ermöglichen den Transport von Gütern, die für unser Land bestimmt sind. Eine außerordentliche Kraftanstrengung vermochte seit Kriegsausbruch die Ackerfläche unseres Landes zu verdoppeln. Durch Bodenverbesserungen wird Sumpf und Riedland in fruchtbaren Ackerboden umgewandelt. Über 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte wurden im Jahre 1943 im Anbauwerk eingesetzt. Davon konnte ein großer Teil auf freiwilligem Wege gewonnen werden. Jede zweite nicht landwirtschaftliche Haushaltung deckt als Kleinpflanzer ihren Kartoffel- und Gemüsebedarf ganz oder teilweise selbst. Die kriegswirtschaftlichen Behörden tragen Sorge dafür, dass die im Inland erzeugten oder aus dem Auslande eingeführten Produkte zweckmäßig und rationell verwertet werden. So wird zum Beispiel bei großem Angebot das Fleisch tiefgekühlt und eingelagert, damit bei Fleischknappheit die Nachfrage gedeckt werden kann. Das Brotgetreide wird, damit für die menschliche Ernährung keine Nährwerte verloren gehen, stärker ausgemahlen als vor dem Krieg. Doch die Verteilung ist das Wichtigste. Ohne sie zu lenken, würden die knappen Güter nicht dorthin strömen, wo sie am dringendsten benötigt werden, sondern dorthin, wo am meisten Geld vorhanden ist. Das Mittel, knappe Güter gerecht zu verteilen, ist die Rationierung. Sie schaltet das Vorrecht des höheren Einkommens beim Bezug von Mangelwaren aus. Ob arm, ob reich, der Rationierungsausweis stellt alle gleich. Die Rationierung stellt in unserem Lande mit den mannigfaltigsten Lebens- und Ernährungsgewohnheiten die kriegswirtschaftlichen Behörden vor schwierige Probleme. Man denke nur an die Verteilung von 2 Millionen Liter Milch täglich. Aber die Behörden bemühen sich, den verschiedenen Gewohnheiten bestmöglichst Rechnung zu tragen. Wechselcoupons ermöglichen die Anpassung der Rationierung an die regionalen und individuellen Erfordernisse. Ebenso die Möglichkeit des Umtausches, zum Beispiel von Milch-, Butter- oder Fleischcoupons in Käsecoupons. Auch die Schaffung zweier verschiedener Kartentypen erleichtert die Rücksichtnahme auf individuelle und soziale Bedürfnisse, die sogenannte A-Karte mit Zuteilung von Fleisch und eine B-Karte, welche nährwertmäßig der A-Karte gleichwertig ist und in der das Fleisch durch mehr Brot, Milch und Käse ersetzt wird. Die Kosten der Einlösung der B-Karte sind um einen Drittel niedriger als diejenigen der A-Karte. Eine große Rolle spielen bei der Festsetzung der Rationen die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse. Die Eidgenössische Kommission für Kriegsernährung befasst sich mit der ernährungswissenschaftlichen Seite der Rationierung und berät das Kriegsernährungsamt. Alter und Arbeitsleistung bestimmen in hohem Maße den Bedarf an Nahrungsmitteln. An Schwerarbeiter, Jugendliche und Kleinkinder werden entsprechend den besonderen Ernährungsbedürfnissen Zusatzkarten abgegeben. Um die Doppelversorgung der Konsumenten durch vermehrten Besuch von Restaurants auszuschließen, wurden die Mahlzeitencoupons geschaffen. Doppelversorgung der Produzenten wird verhindert, indem die Kartenausgabestelle Coupons von Lebensmitteln, die im eigenen Betriebe erzeugt werden, abtrennt. Die Rationierung wirft aber noch viele andere Probleme auf. Für jeden Monat sind viele Wochen im Voraus die Rationen festzulegen und in etwa 20 verschiedenen Druckereien werden monatlich 14 Millionen Lebensmittelkarten aller Arten gedruckt. Damit die Rationierung reibungslos funktioniert, muss sie alle Stufen des Handels und der Produktion umfassen. Der Detailhändler sammelt die Coupons der Kunden und liefert sie dem Grossisten ab.
welcher dieselben an den Importeur oder Produzenten weiterleitet, um neue Ware zu beziehen. Dieselbe wird vom Grossisten an den Detailhändler weitergeliefert, wodurch ein geschlossener Kreis entsteht. Ein großer Verdienst unserer kriegswirtschaftlichen Planung und Rationierung ist, dass hinter den 700 Millionen monatlich ausgegebenen Coupons wirklich die entsprechende Ware steht. Wir sind bis heute vor Hungersnot verschont geblieben. Aber der Krieg geht weiter und die Versorgungsschwierigkeiten können selbst über das Kriegsende hinaus andauern. Darum heißt es, zusammenhalten und Disziplin wahren.